flache Inseln, sandige Haken, Lagunen. Die Strände weiß, das Meer tiefblau, klar und scheinbar unendlich weit. Das Land vom Wasser zerrissen, seine Häfen voller Leben. Das Land zwischen Belt und Bonn. Die Ostseeküste, ständig Wind und Wellen ausgesetzt. Sie trugen Segelschiffe übers Meer. Bis heute blüht der Seehandel. Fremde Kulturen, Waren aller Art, Menschen aus aller Welt kamen so ins Land. Viele Traditionen sind aus der engen Verbindung der Menschen zu ihrem Meer gewachsen. Sitten und Bräuche, die das Leben in dieser Region besonders machen. In einer einzigartigen Landschaft. Eine spannende Reise beginnt. Über Land und über Wasser. Entlang der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Von Wismar bis nach Hiddensee. In Travemünde gestartet, führt die Reise zunächst zur alten Hansestadt Wismar. Dann an der Insel Pöhl vorbei, zum flachen Salzhaff vor Rerik. Weiter nach Rostock, der großen Hafenstadt an der Warnow-Mündung. Von dort aus geht's zur langgestreckten Halbinsel Fischland-Daas-Zingst mit ihren eingeschlossenen Bodden. Und schließlich dann nach Hiddensee. Zum schmalen Eiland vor Rügen. Gut 300 Küstenkilometer voller Geschichten. An der Ostsee vor Mecklenburg-Vorpommern. Vom frischen Ostseewind getrieben. Gerrit Rümpler und sein Vater Wilhelm. Ja, so ist gut. Sehr gut. Die Nordsee mit dem Wattenmeer kennen die beiden wie ihre Westentasche. Jetzt erobern sie die Ostsee. Das Baltische Meer. Kurs Ost liegt an. Auf ihrem Plattbodensegler, der Johanna von Amrum, erreichen sie Wismar. Eine der ältesten Hafenstädte Mecklenburgs. Schon um 1200 trafen sich in diesen Mauern die Hansekaufleute. Hier schlossen sie einen Schutzvertrag gegen die Seeräuberei. Wismar war ein führendes Mitglied im Bund der Hanse. Ideal für den Ostseehandel eroberten später die Schweden die Stadt und bauten sie zur Seefestung aus. Doch das, was Wismar bis heute prägt, ist die Hansezeit mit Backstein und Bürgerhäusern. Nahezu unverändert gehört die Altstadt zum UNESCO-Welterbe. Noch wie im Mittelalter der große Marktplatz, holprig gepflastert. Auf dieses Kopfsteinpflaster auf unserem Marktplatz ist Wismar sehr stolz, weil es liegt mindestens seit 1513. Und das war Ausdruck von Reichtum, Geltungsbedürfnis, Geltungsdrang. Zumal wir wissen, dass der Marktplatz von Lübeck zu diesem Zeitpunkt nicht gepflastert war, aber unser. Und das wollte ja nun schon was heißen. Und deswegen bleibt er so holprig, wie er jetzt ist. Pelze, Tuche, Gewürze, Holz und Salz. Der Ostseehandel machte die Kaufleute reich. Und die Wismarer Mumme. Diese Mumme hatte zur Hansezeit einen Alkoholgehalt von über 10%. Das war das damals weltweit begehrte Exportbier. Und heißt wahrscheinlich Mumme, weil es nur die stärksten Männer trinken konnten oder weil es besonders stark macht durch den Alkoholgehalt.
Wismar war die Bierstadt im Ostseeraum. Von 180 Brauhäusern ist nur das am Lohberg geblieben. Bier war das flüssige Brot, ein Grundnahrungsmittel, aus Wasser, Malz und Hopfen. Gekocht nach hanseatischem Rezept. Hier haben wir die frisch gekochte Bierwürze. Und da haben wir knapp 1100 Liter. Im Keller reift das Bier zur Mumme, damals sehr begehrt. In Lübeck war ihr Ausschank sogar mal verboten, zum Schutz der eigenen Brauereien. Aber das Wismarer Bier war nicht aufzuhalten. Und das wurde damals zur Hansezeit weltweit verschifft, bis nach Hinterindien sogar. Weil es ein haltbares Bier war durch den hohen Alkoholgehalt. Lego! Verschifft auf Koggen, den bauchigen Schiffen der Hansekaufleute. Eine segelt wieder, die Wismarer. Eine stattliche Flotte hatte die Hanse. Nicht alle Schiffe kamen heil zurück. 1997 hat man vor der Insel Pöhl Wrackteile am Land gefunden und hat gesagt, wo Wrackteile sind, da muss auch ein Wrack sein. Ne? Dann hat man das auch schnell gefunden und hat dann das Holz geborgen und dann das untersucht und festgestellt, das muss 14. Jahrhundert geschlagen worden sein. 14. Jahrhundert, Hansezeit. Hansezeit ist Kockenzeit. Ne? Diese Pöhler Kogge sollte wieder segeln, als Nachbau. Nun kreuzt sie unter der Flagge des Wismarer Fördervereins, mit vielen zahlenden Gästen an Bord. Weil wir wollen noch weitere Menschen begeistern, mit für dieses Schiff, für diese Idee, die Hansezeit noch mal ein bisschen in ganz klein wieder groß werden zu lassen. Die Koggen fuhren Massen von Waren übers Meer. Sie waren Garant für die wirtschaftliche und auch politische Macht der Hansekaufleute. Die regierten ihre Städte und hatten Einfluss weit über die Ostsee hinaus. Hol! Weg! Hol! Weg! Darauf ist man in der Hansestadt Wismar noch heute stolz. Das ist Mecklenburg-Vorpommern, das ist Wismar. Eine alte historische Stadt, das ist die Wismarbucht mit Wasser, Wind, Wellen, Sonne, Möwengeschrei. Und das wächst irgendwann mal ins Herz rein. Und da werden die nicht von loskommen. Ich will es auch nicht davon loskommen, ich bleibe dabei, es ist viel zu schön. Und das macht ihm auch keiner streitig. Mittlerweile setzt Gerrit Rümpler schon wieder die Segel. Die Johanna nimmt Fahrt auf. Zwei Nordseesegler auf der Ostsee. Sie ist ein ganz anderes Revier. Ein Binnenmeer, praktisch ohne Ebbe und Flut. Vorbei an Timmendorf auf Pöhl, zum Salzhaff, gleich hinter der Insel. Eine flache Meeresbucht, kaum tiefer als 2 Meter. Mit vorgelagerten Näherungen und Inseln. Nur eine schmale Rinne führt hinein. Südlich der Insel Kieler Ort. Ein Sturm hat sie von der Halbinsel Wustrow abgetrennt. Erst vor wenigen Jahren. Für den Schiffer ein anspruchsvolles Fahrwasser. Tückisch. Selbst für die Johanna mit ihrem flachen Boden. Als Abflussbecken der Eiszeitgletscher entstanden, ist im Salzhaff vor allem Ostseewasser. Von Landseite fließt nur wenig Süßwasser zu. Die anderen Haffs, die weiter nach Nordosten liegen, wie das Oderhaff, das Frische Haff oder das Kuchische Haff, die sind in Bereichen der Ostsee zuzuordnen, die weniger Salzgehalt haben. Und damit haben diese Haffs auch einen geringeren Salzgehalt als unseres. Und daher leitet sich der Name ab. Das flache Ufer mit seinen Salzwiesen,
Regelmäßig werden sie überflutet. Eine ganz besondere Gemeinschaft lebt hier, wo sich Süß- und Salzwasser mischen. Hier haben wir auf engstem Raum mehrere Salzpflanzen, als Beifuß, Strandbeifuß im Volksmund auch Wermut genannt, wunderschön in Blüte stehend. Die Strandgrasnelke, umgeben hier von dem Andelgras. Hier unten ein junger Spross von Strandaster. Sie sind hier anzutreffen, weil sie in der Lage sind, mit dem Salz im Boden umzugehen. Auch das Salz, was über die Gischt mit dem Wind zu ihnen getragen wird, das können sie verkraften. Am nordöstlichen Ende des Salzhafs liegt Rerik. Ein kleines, noch recht ursprüngliches Ostseebad mit geschütztem Hafen auf der Binnenseite. Ein schmaler Dünengürtel trennt die Haffküste von der Ostseebrandung. Er schützt vor Hochwasser und hält den Sand fest. Die Wurzeln des Strandhafers wachsen 2-3 Meter tief und geben dem Boden Halt. Und vor den Dünen Strand. Von Rerik geht es weiter nach Nordosten. Dort, wo die Küstenlinie einen Knick macht, liegt Kühlungsborn, das größte Seebad Mecklenburgs, mit einer der längsten Strandpromenaden. Im Wasser die Buhnen brechen die Brandung und schützen so vor dem Sandraub der Wellen. Aufgehübscht in alter Bäderarchitektur, die Logierhäuser. Mittendrin ein graues DDR-Relikt, der Grenzturm. Er steht für die lückenlose Überwachung am Meer der Hoffnung. Hoffnung auf Freiheit durch Flucht über die Ostsee. Der Westen war nicht weit. 27 Türme standen entlang der DDR-Seegrenze, vernetzt und besetzt rund um die Uhr. Und dahinter drohte eine Maschinerie aus Hundestaffeln, Hubschraubern und Küstenwachbooten. 12 Seemeilen weit reichten die Suchscheinwerfer. Bei kleinstem Verdacht gab es sofort Alarm. Allerdings scheiterten die meisten Versuche bereits am Strand, am vorgeschalteten System. Also viele, viele Betriebe mussten dann jeweils eine Gruppe mit 10 Leuten stellen. Die Streife liefen zivil. 6 Polizisten, 12 Hilfspolizisten, natürlich Stasi auch noch. Und Grenzbrigade Küstenkühlungsborn mit 80 Leuten. Und das Ausbildungsbataillon hier in Kühlungsborn West auch noch mit 400 Leuten. Das war wirklich beeindruckend. Wenn man das zusammenfügt so zu einem Netz, dann wird einem ganz schlecht. Aber die Leute haben sich trotzdem wohlgefühlt am Strand und ihren Urlaub gemacht. Nur wenn man in diese Maschinerie kam, wenn man unbedarft mit der Luftmatratze zu weit rausschwamm und das wurde mit dem Paddel durch den Ort lief im Rucksack, dann wurde man gegriffen und dann wurden andere Seiten aufgezogen. Die DDR-Überwachung im Kalten Krieg. In Kühlungsborn will man sie nicht vergessen. Wir müssen es nicht vergessen, weil wir das eben trotzig überstanden haben. Wir haben uns selber geholfen und hier die friedliche Revolution vollbracht. Letztlich haben wir doch gewonnen, das überstanden, überwunden. Das ist es. Deshalb, das ist der Grund. Der Grund, weshalb der Turm noch steht. Und ein Museum daneben. Eine Geschichte darin gehört Uwe Kahl, heute Bürgermeister im nahen Nienhagen. Mit 19 riskierte er die Flucht. Mit einem Kumpel nachts im Paddelboot. Am Ende seiner Kraft und mit blutenden Händen strandete er an der dänischen Küste. Nach 8 langen Stunden. Wir hatten natürlich wahnsinnige Angst, dass wir geschnappt werden. Es waren auch viele Patrouillenboote zu sehen. Und ich bin mit dem Paddelboot, sag ich mal, frech aus dem Hafen rausgefahren, weil am Strand war das zu gefährlich. Es wurde alles mit Scheinwerfern abgeleuchtet und die Strandläufer und die FOPO, die da Patrouille machte, das wäre doch zu gefährlich gewesen. Und viele Flüchtende wurden schon am Strand geschnappt, bevor die überhaupt ins Wasser gekommen sind.
Fast 6000 Versuche sind registriert. Nur jeder Sechste, schätzt man, schaffte es an den Grenzern vorbei. Viele kamen auf offener See ums Leben. Niemand weiß, wie viele genau. Für Uwe Kahl wurde der Haftbefehl ausgestellt. Erst nach der Wende traute er sich zurück. Die Landschaft und alles hat mich natürlich sehr, sehr wieder an meine Jugend erinnert. Und meine Verwandtschaft im Westen hat natürlich zu mir gesagt, bist du verrückt geworden? Du paddelst über die Ostsee und jetzt gehst du da wieder zurück. Ja, dann habe ich mich auch ein bisschen um die Kommunalpolitik gekümmert und dann bin ich 2004 als Bürgermeister gewählt worden. Und dann sage ich mal, Ende gut, alles gut. Das einst schwer bewachte Meer ist wieder frei für unbeschwerten Badespaß. Der hier seinen Anfang nahm. 1793. In Heiligendamm, dem ältesten Seebadeort Kontinentaleuropas. Es war schick, in der weißen Stadt am Meer zu logieren. Das fand auch der europäische Hochadel. Noch immer kommen von weit her die Badegäste. Viele mit der dampfenden Molly. Und heute ist mal wieder Anbaden angesagt. So ähnlich, vielleicht ein wenig intimer, ging vor 200 Jahren der mecklenburgische Großherzog höchstpersönlich baden. Für seinen Leibarzt stand fest, wie heilsam doch das Bade im Seewasser sei. In vielen Schwachheiten und Kränklichkeiten des Körpers. Im 18. Jahrhundert war das Seebaden in Mode, nur in Deutschland gab es das nicht. Und mein Landesherr Friedrich Franz I. gab mir, seinem Badearzt, den Auftrag, den besten Ort dafür zu suchen. Und das war hier das beste Wasser, die beste Luft. Es war der beste Ort. Frei nach dem alten Motto Heiligendamms. Frohsinn erwartet dich hier, entsteigst du gesundet dem Bade. ...55 Seemeilen seit Wismar liegen hinter den beiden Seglern. Und voraus Warnemünde, der zweite Seehafen auf dieser Reise. Am Molenfeuer geht es steuerbords in die Warnow hinein. Direkt am Fahrwasser der Teepot und der alte Leuchtturm. Ganz in der Nähe finden Vater und Sohn einen Liegeplatz. Den Ostseezugang hatte sich die Hansestadt Rostock um 1300 gesichert. Ihr Hafen reicht 20 Kilometer Land ein, bis in die Innenstadt. Im Kern noch heute hanseatisch. Doch ihr Fluss am Altstadtrand hat sich verändert. Die einst kleine Warnow wurde verlegt und ausgebaut und ist heute eher ein Meeresarm, auf dem Hunderttausende Touristen anlanden. Bis zu 5 Kreuzfahrtriesen an einem Tag. Rostock-Warnemünde ist Deutschlands Kreuzfahrthafen Nummer 1. Schwimmende Pötte bringen Menschen aus aller Welt an die Warnow-Mündung. Das Ostseebad ist aus einem armen Fischerdorf hervorgegangen, das lange vom Reichtum Rostocks kaum was abbekam. Heute ist Warnemünde ein Ortsteil Rostocks und das Touristenziel der Stadt. Fischer sind immer noch hier. Direkt vom Kutter bringen sie ihren Fang unter die Leute. Fangfrisch oder warm, direkt aus dem Räucherofen. Am Teepot, gleich hinterm Strand, das alte, stillere Warnemünde. In den schmalen Gassen, wo dicht an dicht Seefahrer, Fischer und Kapitäne lebten. Und am Abend, wenn die meisten Kreuzfahrer aus der Warnow hinaus wieder in See stechen, kehrt auch am Hafen Ruhe ein. Stille Stunden,
in denen Leuchtfeuer die Richtung weisen. Schon vor 700 Jahren, als der Hafenausbau Rostocks begann, setzte man an der Warnow-Mündung eine Leuchte. Wilhelm Rümpler setzte auf der Johanna die alte Petroleumlampe. Das ist seine Tradition. Am anderen Morgen, die Klupea legt ab. Ein Forschungsschiff des Rostocker Thüneninstituts für Ostseefischerei. Seine Wissenschaftler erforschen die Fischbestände und suchen nach Möglichkeiten, die Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresumwelt zu verringern. Wir sind heute hier an Bord, weil wir an Netzen arbeiten möchten, die weniger unerwünschten Beifang an Deck bringen. Und unerwünschter Beifang, das sind im Prinzip zu kleine Fische, Fischarten, die man nicht verkaufen kann, nicht an Land bringen darf. Und das wollen wir heute reduzieren. Heute ganz speziell geht es um Plattfische, die in der Dorschfischerei in Netz landen, aber die der Fischer nicht haben möchte oder nicht darf. Eine Fluchtöffnung soll die Lösung sein. Einer aus dem Team, Juan Santos, hatte die Idee dazu. Und dann kam er plötzlich an und machte eine Skizze und ich soll das mal machen. Und dann habe ich Skizzen gemacht, die haben mir aber nicht gefallen und hat die so lange weggestrichen, bis er dann zufrieden war. Und dann hatte Juan die Idee, es muss was ganz Einfaches sein, dass der Fischer dasselbe herstellen kann. Heute soll getestet werden, ob diese Fluchtöffnung funktioniert. Unterwasserkameras können das zeigen. Juan Santos bereitet sie für ihren Einsatz vor. Wie werden die Fische auf das Loch im Netz reagieren? Welche Bauvariante ist die beste? Und können wirklich nur die falschen Fische durchs Netz schlüpfen? Wir haben teilweise 80% Plattfische reduziert. Es nagelt mich aber nicht fest, wie viel Flundern und Schollen das waren. Die sind ja alle ein bisschen anders. Ne? Ja gut, aber es gab auch eine Reduktion bei Dorsch, bis zu 20%. Also da sind wir noch am Tüfteln. Wie kriegen wir ausreichend Dorsch noch ins Netz hinein bei der hervorragenden Plattfischreduktion? In diesem Netz ist die Fluchtöffnung gebogen gebaut. In dem anderen hat sie einen rechteckigen Rahmen. Und jetzt wird mit beiden gefischt. Eine Stunde lang. Da es viel um das Verhalten der Tiere geht, das wir benutzen, um die Tiere zu separieren, die verschiedenen Arten zu separieren, müssen wir natürlich das Verhalten verstehen. Und da hilft uns ganz doll, dass die Kameratechnik in den letzten Jahren einen riesen Sprung gemacht hat. Dann kommt das Netz hoch, wir gucken uns die Sachen an und gucken, dass man noch ein paar Sachen ändern kann. Und dann machen wir das und gucken, ob das besser funktioniert. Immer ausgeklügelter werden die Netze. Über Maschenweite und Form geht das längst hinaus. Weiß ich nicht. Da müssen wir am Ende Gewichte anhängen. Noch nicht perfekt, aber nahe dran. Juans Idee funktioniert. Weil Dorsche eher oben schwimmen, Plattfische hingegen die Nähe zum Boden suchen. Und dort fast von selbst den Notausgang finden. Das, was wir hier gerade entwickeln, ist eine von vielen Konzepten, von vielen Werkzeugen, die Fischerei in die Hand bekommen soll, damit sie besser entscheiden kann, wie, wo und womit sie fischen. Und im Augenblick können sie es nicht. Es geht also darum, künftig den unerwünschten Beifang zu verringern. Zum Beispiel durch neue Netztypen für Dorsche und andere Fischarten. Um dadurch die Lebensvielfalt in der Ostsee nachhaltig zu schonen. Morgens auf der Johanna. So. Lecker, lecker, lecker. Die beiden wollen in die Boddengewässer. Um Fischland Dars Zings herum. Eine Halbinsel. 20. Jetzt ziehen wir das zusammen. Dann haben wir 28 und 28 sind 5 und 6. Sehr langer Turn, 56 Seemeilen.
56 Seemeilen sind gut 100 Kilometer. Mit einem Boot, das kaum schneller ist als ein Fußgänger. Immerhin, gegen Mittag soll es aufklaren. Am Kartentisch kümmert sich Gerrit Rümpler um die Navigation. Gerade an Fischland vorbei. Fischland, Daas und Zingst waren mal drei Inseln, die zu einer Halbinsel zusammengewachsen sind. Links die Ostsee, rechts die Lagunenlandschaft der Bodden. Fischland wird immer schmaler. Die Ostseebrandung nagt daran. Auf der Boddenseite gibt es, versteckt im Schilf, kleine Bootsanleger. Vom Hafen Althagen ist das alte Fischerdorf Ahrenshoop nicht weit. Der perfekte Ort, dachten sich um 1900 einige Künstler. Am Ende der Welt war die Welt noch in Ordnung, war die Natur noch intakt. Und deshalb suchten die Maler solche Orte auf. Und Ahrenshoop war am Ende der Welt. Die Straße nach Bodden ging nicht weiter, die war nicht da. Die Straße, die heute Ahrenshoop erschließt, ist erst 1956 gebaut worden. Und so kommen heute zahllose Touristen in den Ort. Künstler sind auch noch da. Im Dornenhaus lebt die Familie Löbers, seit Generationen Keramiker. Bertolt Brecht und Helene Weigel waren hier zu Gast. Ein offenes Atelier, in dem die Fischlandkeramik ihren Platz hat. Die Motive sind aus der Region und eingeritzt. Farbtöne grau und blau und signiert sind sie alle mit dem Fisch. Die Künstlerkolonie Ahrenshoop. Mit Galerien, Museen und Ateliers an fast jeder Ecke. In diesem alten Bootschuppen lässt sich die Grafikerin Carola Pieper gern bei der Arbeit stören. Früher wurden hier drinnen die Boote der Boddenfischer repariert. Hans Götze ist einer der Maler im Ort. Er schwört auf das besondere Licht, die diffusen Reflexionen von Ostsee und Bodden und malt sie immer wieder neu. Man muss es ja bearbeiten, man nimmt ja nicht die fotografische Aufnahme, sondern wir malen ja. Und malen heißt eben durch den Kopf gehen lassen und dann neu erfinden, auch komponieren und alles, was dazugehört. Und sehe mich dieser weiten Landschaft auch malerisch verpflichtet. Das heißt also, die Horizontale spielt auch in meinen Bildern eine ganz entscheidende Rolle. Das Künstlervolk in Ahrenshoop ist groß. Auch der Musiker Lutz Gerlach ist hier gestrandet. Und an den Strand zieht es ihn, wann immer er Zeit findet. Bei mir fing es so an, dass ich in Berlin gelebt habe, viele, viele Jahre. Und die Sehnsucht nach dem Meer wurde einfach immer größer. Ich habe immer häufiger versucht, hier Konzerte zu geben. Hab dann einen Koffer nach dem anderen hier nach oben geholt, Räume angemietet, produziert, hier ein Haus gebaut. Und es ist schon so, dass ich irgendwie auch ein bisschen süchtig nach Meer und nach dieser Landschaft hier im Norden bin. Und meine Musik würde heute völlig anders klingen, wenn ich in Berlin geblieben wäre. Sein Haus nennt er das Ohr, eine Klanggalerie. Hier komponiert er Jazz, elektronische Musik. Vor allem aber ist er ein Pianist, der seine neue Heimat gern in Noten setzt. Meine Landschaftsbeschreibungen, Soundscapes, die sind eben genau das. Die sind meine Sicht auf diese Landschaft und mein Gefühl, was ich in dieser Landschaft habe. Also wenn man den Klang der Wellen in Musik übersetzen würde oder in die Sprache eines Pianisten, dann würde man sagen, Wellen sind ein stetiges Crescendo und Decrescendo. Crescendo heißt lauter werden, Decrescendo leiser werden. Und Sturm würde bei mir etwa so klingen. Musik.
Wellen, Sturm, die ganze Halbinsel hat er sich zum Motiv genommen. Auch den Weststrand vor Arenshoop. Würde man den Weststrand, der ja ganz sanft zum Darswald wird, als geografisches Relief sehen, dann wäre das eine ganz sanfte Linie ohne Steigung. Am liebsten nimmt Lutz Gerlach seine Musik wieder mit hinaus. Dorthin zurück, wo er die Inspiration dafür gefunden hat. Nördlichste Landzunge der Halbinsel Fischland, Dars Zingst. Darser Ort, immer in Bewegung. Was die Strömung südlich vom Fischland abträgt, lagert sie hier wieder an. Näherungen entstehen und Lagunen, die langsam trocken fallen. Darser Ort wächst ins Meer hinaus. Kontrastprogramm gleich nebenan. Vor Prerow, im Sand, den die Ostsee den Urlaubern vor die Füße spült. Vom Fischland bis zum Zingst reihen sich die Strände. Jeden Sommer fahren wir hierher, ist einfach herrlich. Ich bin als Kind nach Wiek gefahren mit den Eltern, sind immer mit dem Auto hierher gefahren nach Prerow zum Strand, weil Wiek ist ja nur Boddenmaser. Und jetzt fahre ich seit vielen, vielen Jahren, wie ich denken kann, mit meinen Kindern hierher. Es ist einfach genial und der Strand ist immer voll, wir sind nie allein. Wegen des Strandes vor allem wurde das alte Prerow der Seefahrer zum Urlauberort. Prerow galt als das Mallorca der DDR. Seinen Charme hat es behalten. Redgedeckt mit bunten Türen. Hier kommen sie her, die Darser Türen. Eine Kunsttischlerei in vierter Generation. René Roloff führt sie zusammen mit seinem Bruder Dirk. Sie bauen neue Türen und restaurieren historische. In traditioneller Technik und mit Motiven aus dem Inselleben Ende des 18. Jahrhunderts. Das war die erste Blütezeit der Segelschifffahrt hier auf dem Dars. Und man war stolz darauf, auch zu zeigen, dass man zu etwas gekommen ist. Und das hat sich in der Kultur hier wieder gespiegelt, also auch an den Häusern und an den Türen. Fische und Schiffe sind jüngere Motive. Die Sonne ist ein ganz altes. Sie steht für Navigation, Licht und Wärme. Und noch etwas anderes steckt hinter diesen Schnitzereien. Es fließt einiges an Aberglauben ein. Also die Schwelle des Hauses sollte vor bösen Dingen beschützt werden. Es gibt Elemente, die das Haus zum Beispiel vor Blitzeinschlag schützen. Das sind manchmal ganz unscheinbare Motive, wie dieses hier. So eine Art Pfeilspitzen-Schuppenmotiv. Die Schuppen eben wie ein Schuppenpanzer und die Spitze nach oben gerichtet abwehrend wie eine Speerspitze. Und das sollte verhindern, dass das Haus eben durch Gewitter abbrennt. Und wir kennen auch kein altes Haus mit diesem Motiv, was abgebrannt wäre. Es hat funktioniert. Die Werkstatt ist in den 180 Jahren ihres Bestehens stetig gewachsen. Auch der Fundus an Motivschablonen und Werkzeugen. Die meisten Hobel sind selbst gebaut. Sein eigenes Gefühl, also mit dem Werkzeug zu arbeiten, das der Urgroßvater schon in der Hand hatte und auch die Türen noch zu kennen, die er damit gemacht hat. Also das ist ein Ansporn und irgendwo eine Verpflichtung, da weiterzumachen und auch genauso gut zu sein mindestens. Also wenn wir heute Türen kennen, die über 150 Jahre alt sind, sollen unsere Sachen auch nicht schlechter sein. Also entsprechend gehen wir mit einer Qualität auch daran und es muss Spaß machen auf jeden Fall. Das gehört auch dazu. Die Motive werden in Rahmen gesetzt, außen auf der Tür. Die wird man immer wieder erkennen. Und signiert an einer versteckten Stelle, mit dem alten Siegel ihrer Familienwerkstatt.
Und wir denken uns das so, wenn vielleicht nach 150 Jahren jemand wieder mit diesem Objekt zu tun hat und findet das und sagt, aha, das war aus der Werkstatt, dann ist das in Ordnung. Jede Dasa-Tür ist ein Unikat und im wahrsten Sinne eine schöne Inseltradition. Unterdessen haben Wilhelm und Gerrit Rümpler am östlichen Ende von Fischland Dastsinks die Einfahrt in die Bodden erreicht. Die Navigation ist anspruchsvoll. Es klappt so ein ganz bisschen noch wieder so ein. Auflandiger Wind, starke Strömung, Untiefen. Richtfeuer am Ufer helfen, im schmalen Fahrwasser zu bleiben. Das Revier erinnert die beiden Nordfriesen an ihr Wattenmeer bei Ebbe. Knapp überspült lauern Sandbänke und Windwatten. Die Fahrrinne ist nur aus der Luft so gut zu sehen. Weiter drinnen in den Bodden ist es im Mittel nur 2 Meter tief. Das Heimatrevier der Zeesbootfischer. Dafür waren ihre Boote gebaut. Wie eine Nussschale. Flach und breitrumpfig. Nur die Paula läuft heute noch zum Fang hinaus. Das Boot der Familie Grälert. Vater Horst war sein Leben lang Fischer. Sein Sohn André ist es heute noch. Die Zese wird ausgeworfen. So heißt das Netz. Und das Fischen damit ist das Zesen. Mal rüber. Das Besondere, beim Zesen muss das Boot quer zum Wind treiben. Das Quertreiben, das war die einzigste Möglichkeit, hier in dem Bodden zu fischen. Die hatten alle keinen Motor drin, das ging nur mit Segel. Und dann haben sie sich die Bäume rangebaut, haben sich Zesen gebaut und haben dann eben diese Schleppnetzfischerei. Und die ist eben hier nur in den Bodden und Hafen gewesen. Auf der Ostsee wurde sowas nicht gemacht. Das Schleppnetz hängt vorn und achtern an überstehenden Stangen, um die Spannweite zu vergrößern. Für eine möglichst breite Öffnung am Netzeingang. Unter Wasser wird die Zese nach hinten hin immer schmaler, wie ein Trichter. Die Segel stehen back, das Ruder nach Lee. So hält der Fischer seine Paula auf Drift. Das funktioniert wie früher. Allerdings blieben die Männer damals die ganze Woche über an Bord. Das Boot hat mein Großvater 1927 von 2 arbeitslosen Bootsbauern bei uns in der Wiese bauen lassen. Und so lange ist das Boot in unserer Familie. Ich bin als kleiner Junge schon mit gewesen, war eine Woche hier mit drauf. Und wenn die denn, das ging ja Tag und Nacht durch. Und wenn ich dann als kleiner Junge mit war, habe ich nachts in der Koje gelegen und die anderen beiden haben dann draußen. Und die haben sich aber auch immer abgelöst. Eine Drift hat einer draußen gestanden und der andere hat auf der Bank gelegen und hat geschlafen. So mit Ölzeug, so hat man sich dann dahin gelegt. Ne? Es wird Zeit, die Ernte einzuholen. Von den Bauern der Bodden. Ihre Art zu fischen ist 500 Jahre alt. Um 1975 war das Zesen dann aber vorbei. Eigentlich ist es ja in Deutschland so eine Fischerei hier verboten. Und sie wird nur aufrechterhalten, um also dieses alte Brauchtum zu erhalten. Weil ja viele Menschen davon ja auch gelebt haben und existiert haben. Und nicht nur 5-6 Jahre lang, sondern ja, kann man ja sagen, jahrzehntelang davon gelebt haben. Und deswegen will man auch als jüngerer Fischer eigentlich da mitmachen und das aufrechterhalten, dass so eine Sachen nicht verloren gehen. So, das ist ein Barsch und das ist ein Zander. Ganz schön mager, die Ausbeute. Aber egal, sie waren wieder draußen, haben gezeigt, was zu Großvaters Zeiten hier Alltag war. Wir können das nicht verkommen lassen, dann würden die 3, die hier auf dem Friedhof liegen, die würden sich im Grab umdrehen. Also denen sind wir das schon schuldig. Ja. Eigenartig Volk.
Schon die Fischer vor 100 Jahren haben sich untereinander Wettfahrten geliefert. Daraus erwuchs die Traditionsregatta unter braunen Segeln. Mit mehreren Starts in jeder Saison. Die Fortuna liegt gut im Rennen. Über 100 Jahre alt ist sie gerade erst wieder aufgebaut worden und fit gemacht für die Regattafahrt. Im Moment haben wir so ein paar kleinere Böen und das macht die Fortuna, die macht jetzt richtig schön Fahrt. Also im Moment läuft es richtig gut. Nach mehrfachen Untergängen und einer Odyssee über Ost- und Nordsee ist die Fortuna wieder zurück auf den heimischen Botten. Rund 70 Zeesboote sind noch in Fahrt, mehr oder weniger original erhalten. Sportliche Segler. Ehrgeizig sind sie auch. Vor allem aber geht es hier um Gemeinschaft und Tradition. Die Crew gibt alles. Die Segel in Schmetterlingsposition. Ein guter Platz im Mittelfeld wird es wohl werden. Ein neues Kapitel in der Fortuna-Chronik, die mit Fischern begann. Einen von ihnen hat Uwe Grünberg überraschend wiedergefunden. Und wir haben ihn eingeladen zur Traditions- zur Jubiläumsregatta nach Bootstedt letztes Jahr, zur 50. Und er war total happy. Er saß da und hat über den Sylt gestreichelt mit der Hand und hat mir auch gesagt, so ein Boot ist was ganz Besonderes und man muss eine Beziehung dazu aufbauen und muss ja nicht unbedingt jemand sehen. Das hat mich dann schon beeindruckt. Diesmal war die Braune Flotte in Althagen zu Gast. Einer der idyllischen alten Häfen rund um die Bodden. Gleich nebenan, im Darßer Örtchen Born, geht es schrill, originell, verrückt zu. Im Winter beim Borner Maskenball. Nur die Masken dürfen dann tanzen und bleiben mucksmäuschenstill. Keine will sich verraten. Nach dem Fest wandern sie hierher ins Maskenhaus. Dieses Maskenfest in Born, das ist eine alte Tradition, die, so erzählt man sich, von den Seefahrern mitgebracht wurde. Die Bevölkerung damals war sehr arm, hat die Landwirtschaft ja machen müssen, hat im Sommer zum Feiern und so überhaupt keine Zeit gehabt. Da haben die Seeleute solche Ideen mitgebracht. Denn die Seeleute haben sehr, sehr viel Kultur hergebracht. Das muss man wissen. Sie haben Vasen aus China mitgebracht, die heute sehr, sehr viel wert sind. Sie haben Stoffe und Seiden mitgebracht aus fernen Ländern. Ob aus Venetien diese Idee des Verkleidens herkam, das wird natürlich mit Seemannsgarn noch ein bisschen angereichert. Und das Ganze hatte aber einen Duktus. Man sollte möglichst nicht erkannt werden. Und das bin ich auch zum Beispiel. Und dann ist aber auch Ganzkörperrasur angesagt, ne? Bisschen Bauchtraining, ne? Weil alle gedacht haben, ich wäre eine Frau. Und alle Männer haben mir auch einen ausgegeben. Das war schon ein bisschen komisch. Im Winter blieben die Seefahrer zu Hause. Dann bastelten sie. Immer was Neues. So auch heute noch. Wichtig ist ja, dass es geheim gehalten wird vor dem ganzen Dorf, auch vor anderen Gruppen, weil die rätseln natürlich auch. Und also wie gesagt, ist eine ziemlich große Geheimniskrämerei bis zur Demaskierung. Ja, fahren auch alle dann mit Fahrrädern und dann alles heimlich. Die Fenster werden zugehängt oder Jalousien runtergelassen und dann wird gebastelt. Ne? Das ist eigentlich eine sehr schöne Zeit. Ne? Ja. Der Maskenball ist ja nur dann der Abend, das ist dann toll, aber die Bastelzeit ist eigentlich das, was das ausmacht auch. Ne? Ja. Born auf dem Darß, das Dorf der Heimlichkeiten. Durch Schlüsselloch darf man hier nur im Sommer luken, wenn die Masken Pause haben. Dafür sind im Sommer die Reiter los, zum Tonnenabschlagen. Das gilt in den Inselorten als ältester Brauch. Die schwedischen Besatzer hatten es wohl mitgebracht. Vermutlich irgendwann vor 300 Jahren. Alles dreht sich um dieses Heringsfass. Und ich habe immer gesagt, Tonnenschlagen ist, wenn die
wenn die Blasmusik ankommt und du hast Tronnen in der Augen, dann ist Tonnenschlag. Geritten wird um die Königswürde. Nach den alten Regeln in vollem Galopp. So lange, bis der letzte Splitter vom Haken ist. Das kann Stunden dauern. Der Fassmacher baut die Tonne immer besonders stabil. Jetzt fällt doch einiges runter. Das muss auch aus der Bahn raus. Und da fällt auch der zweite Ring. Nur, dass der Tonnenkönig auch das schönste Mädchen im Dorf bekommt, das war einmal. Vom Darß über Zingst bis zur Westküste Rügens. Flachwasser, Sende und Nehrungen. Mal ragen Windwatten heraus, dann salzige Wiesen, Dünen und Wälder. Die Ostsee hat hier auf engem Raum eine einmalige Küste geschaffen. Rastplatz und Nahrungsquelle für Millionen kleiner und großer Weltenbummler. Als eine der letzten Großlandschaften Mitteleuropas steht sie unter Schutz im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Das, was hier alles bestimmt, ist die Veränderung. Die Natur nimmt ihren eigenen Lauf. Im Morgengrauen waren sie aufgebrochen. Männer vom Kranichschutz Deutschland. Sie wollen Jungtiere beringen. Die werden mit etwa 10 Wochen Flügge. Nur bis dahin gibt es eine Chance, an die klugen, wachsamen Vögel heranzukommen. Die Altvögel fliegen sofort auf. Und ihre Jungen rennen los, sich im Dickicht verstecken. Rund 4000 Brutpaare gibt es in Mecklenburg-Vorpommern wieder. Hat sich ein Paar gefunden, bleibt es ein Leben lang zusammen. Mit Glück zieht es im Jahr 1-2 Junge groß. Man muss sie nur finden. Wir möchten halt viel herausbekommen. Wie alt werden die Kraniche? Welche Habitate nutzen sie? Wie werden sie genutzt? Wie alt werden die Vögel überhaupt? Und insofern gibt es ganz, ganz viele offene Fragen und ganz viele Veränderungen. Ständig Wetterwechsel, warme Winter, kalte Winter. Wo sind Gefahren, wo sind keine Gefahren und können gezielt Management betreiben. Die Jungvögel bekommen eine Kappe über den Kopf. Das beruhigt sie. Und sie können, ohne sich zu verletzen, beringt werden. Seit 1990 verwenden wir diese 3-Farbkombination im Rahmen von Konventionen mit der Europäischen Kranicharbeitsgruppe. Und seitdem haben wir auch einen richtigen Boom an Informationen, die wir bekommen. Die Ableser fahren den Kranichen tatsächlich sogar hinterher durch ganz Europa. Die sind so begeistert. Und diese Daten kriegen wir alle in eine Internetdatenbank. Also Sie sehen den Lebenslauf, Sie sehen weitere Beobachtungen. Und das ist ganz spannend natürlich für die Menschen zu gucken, was macht Ihr Kranich? Einige bekommen einen GPS-Sender um, nachdem sie beringt, vermessen und gewogen wurden. Er wird sie kaum stören, wenn sie sich im Herbst in den großen Zug einreihen. 60.000 Kraniche fliegen dann an der Boddenküste ein, um sich Kraftreserven anzufuttern. Für den langen Flug nach Süden, in ihre Winterquartiere. Bis dahin müssen die Kleinen aber noch fliegen lernen. 2580. Die Altvögel warten gleich in der Nähe und nehmen die Jungvögel in Empfang. Das ist also kein wirklich großer Eingriff. Und die Informationen, die wir darüber erhalten und dann weitergeben können an die Behörden, machen das Ganze auf jeden Fall sehr sinnvoll. In Großmoordorf laufen alle Daten zusammen. Von der gesamten Flugroute zwischen Skandinavien und dem westlichen Mittelmeer. Sie helfen, den geheimnisvollen Vogel besser zu verstehen. Heute Morgen habe ich einen Kranich hier ganz in der Nähe gesehen. Mütze heißt er und er trägt einen GPS-Sender. Und das hat den Vorteil, dass er uns also täglich eine SMS sendet mit den aktuellen
Koordinaten. Und wir können auch sehen, dass er hoch zum Nationalpark fliegt und also dort im Nationalpark übernachtet. Im Nationalpark, der auch die Insel Hiddensee einschließt. Hiddensee liegt Rügen vorgelagert. Flach, nur am Nordende, ragt der Dornbusch 72 Meter übers Meer. Ein eiszeitlicher Inselkern. Die Johanna steuert Kloster an, den nördlichsten Hafenort. Ihre Crew ist neugierig auf die Insel des Hedin. Der legendäre Norweger König soll dort um eine Frau gekämpft haben. Oder auch nur um Gold. Und aus der Hedinsö wurde schließlich Hiddensee. Nahe dieses Hafens hatten die Zisterzienser über 200 Jahre lang ein Kloster. Ihnen gehörte die einsame Insel. Der Rügenfürst hatte sie ihnen um 1300 geschenkt. Heute ist mehr los auf Hiddensee. Aber nur per Fahrrad oder zu Fuß. Autos gibt es nicht. Naturstrand an der Westküste. Die Insel ist 16 Kilometer lang. Von den Hügeln im Norden kann man Rügen sehen. Und Hiddensee komplett. Bis zur Südspitze hinunter. Dazwischen liegen kleine Orte mit sandigen Wegen und offenen Ateliers. Die blaue Scheune in Fitte gehörte der Malerin Henny Lehmann und war Treffpunkt für die Künstlerinnen Hiddensees. Damals, als auch die Stummfilmdiva Asta Nielsen hier in ihrem runden Paradies illustre Feste gab. Oft mit Freunden, wie Joachim Ringelnatz. Die Hausmarken neben den Türen soll es schon vor 500 Jahren gegeben haben. Wir hatten die früher alle auf ihre Netze, diese Marken drauf, weil das alles eine Kompanie war. Dass jeder seine Netze wieder kannte, hat er immer solche Marken, verschiedene Marken gehabt. Ja? Die jüngeren Fischer oder so machen das auch noch auf ihre Netze, diese Hausmarken. Ne? Das ist noch vom Alter her noch so eingebürgert und so machen das denn die Jüngeren auch noch. Für die Fischer und Bauern der Insel hatten die Zisterzienser diese Kirche gebaut. Hierher kommen die Insulaner immer noch. Vieles zeugt von ihrer Ehrfurcht vor dem Meer, von ihrer Abhängigkeit. Das sitzt tief. Noch heute taufen sie ihre Kinder mit Ostseewasser. Symbole auch auf den Grabsteinen. Ganz alte tragen oft nur die Hausmarken, selbst hineingeritzt. Es waren arme Leute. Ihre Marken wuchsen mit den Generationen. Strich für Strich. Sie hatten viele Funktionen. Und dann hatten die diese Hausmarken auch, wenn sie fischen waren, die hatten sie auf Würfel getan, mit denen sie dann immer auswürfelten, wer welche Aufgabe hatte, wer zum Fischen rausgehen musste, wer die Dinge vorbereitet. Und so wurden die Aufgaben ausgelost. Vor 130 Jahren hat der Schriftsteller Gerhard Hauptmann Hiddensee für sich entdeckt. Auf der Hochzeitsreise verliebte er sich in die Insel und blieb ihr treu. Sein Sommerhaus Seedorn ist heute ein Museum. Ein Blick in die 30er Jahre. Als Hauptmann populär war, weit über Deutschland und die Literatur hinaus. Kunstwerke, Möbel, Anbauten, sogar die Farben im Haus hat er bestimmt. Hier ruhte er zur Nacht. Und konnte er nicht schlafen, schrieb er seine Gedanken über dem Bett an die Wand.
Man kommt in diesen Räumen auch dem Menschen hinter dem Nobelpreisträger ein wenig näher. Er hat hier immer viele Wochen im Sommer gelebt, hat einen sehr durchreglementierten Tagesablauf. Man hat gearbeitet, keinen Urlaub gemacht, ist jeden Tag geschwommen. Und es gibt ein Stück, das heißt Gabriel Schillings Flucht, sehr autobiografisch. Es geht um einen Mann, der zwischen zwei Frauen steht und sich nicht entscheiden kann. Und dann reist er auf eine einsame Ostseeinsel und die Frauen aber hinterher, also das Ungemach nimmt seinen Lauf, geht auch alles nicht gut aus. Jedenfalls spielt dieses Stück 1:1 auf Hiddensee. Man kann also, wenn man möchte, mit dem Buch in der Hand die Wege noch abgehen. Und in diesem Buch taucht auch zum ersten Mal der Gedanke auf, dass es doch schön sein müsste, auf Hiddensee beerdigt zu werden. Söthes Lenneken nennen die Einheimischen ihre Insel. Süßes Ländchen. Allgegenwärtig der Leuchtturm auf dem Dornbusch. Das Wahrzeichen Hiddensees. Sein Licht reicht 45 Kilometer weit hinaus übers Meer. Gleich hinter dem Leuchtturm fällt die Küste steil ab. Bis zu 60 Meter tief. Die Idylle trügt. Hier sollte man vorsichtig unterwegs sein, dem Abgrund nicht zu nahe. Es ist ein aktives Kliff mit Spalten, Höhlen und Abbrüchen. Das Material, was hier an der Steilküste abbricht, geht für die Insel nicht alles verloren. Es wird transportiert von der Ostsee in den Strömungsschatten wieder an die Insel angelagert. Die Steilküste wird kleiner, 30 cm pro Jahr ungefähr schrumpft sie und das landet sich an den Sandhaken, den Bessinen hier auf der Insel, wieder an. Und die wachsen im Jahr bis zu 30 Meter. Von der Steilküste zum neuen Land, den Bessinen. Am Nordende sind sie mit Hiddensee verbunden. Zwei Halbinseln, die wie Finger nach Süden zeigen. Eine dritte beginnt bereits zu wachsen. Die flachen Bessine vor dem Dornbusch sind vom Boot aus kaum zu sehen. Sie gehören zur Kernzone des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft. Seltene See- und Zugvögel fliegen sie an, rasten und brüten dort. Und zwar brauchen Küstenvögel so flaches Land, was nicht bewachsen ist, um dort gut getarnt ihre Eier legen zu können. Am Boden die kleinen Gelege sind kaum zu finden. Und das müssen wir erhalten. Das ist schützenswert, deswegen ist es Nationalpark, auch Kernzone, wo keiner rein darf. Die Ostseeküste vor Mecklenburg-Vorpommern. Wind und Meer spielen mit ihr, lassen Lagunen, Inseln und Windwatten wachsen und vergehen. So schnell wie sonst nirgendwo in Mitteleuropa. Seit Jahrtausenden und immerfort, hier im Land zwischen Belt und Bodden.